Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um One Passion von Lauren Blakely gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. One Passion ist der dritte Teil der The One-Reihe von Lauren Blakely und ich hatte es, glaube ich, in meinem letzten Video, was ich zu der Reihe gemacht habe, schon gesagt, dass die The One-Reihe von Lauren Blakely ein Crossover zur Big Rock-Reihe von Lauren Blakely hat. Also die Charaktere von der einen Reihe kommen in der anderen Reihe auch so am Rande immer noch mal mit drin vor und die sind irgendwie alle so miteinander befreundet und der kennt den und der kennt den. Und das finde ich richtig cool. Ich mag solche Sachen sehr, sehr gerne, wenn so Reihen auch so ineinander übergreifen. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal angemerkt haben. Also wenn ihr die Big Rock-Reihe kennt, dann werden euch einige Charaktere hier auf jeden Fall wieder begegnen. Das fand ich richtig, richtig cool. Kommen wir jetzt aber erstmal zu One Passion von Lauren Blakely. Und ich erzähle euch wie immer erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Delaney. Und Delaney hat vor 8 Jahren ihre erste große Liebe verloren. Und zwar Tyler. Also sie hat sie nicht verloren im Sinne von, der ist gestorben, sondern er hat die Beziehung von heute auf morgen einfach komplett beendet. Und das, obwohl die beiden auch Zukunftspläne hatten. Und sie hat das alles nie so richtig nachvollziehen können und nie so richtig verstehen können, warum er denn von heute auf morgen so von heiß auf kalt umgeschalten hat und die Beziehung einfach beendet hat. Und ja, Delaney lebt in New York und ist mit ihrem Leben an und für sich auch sehr zufrieden. Sie hat einen eigenen Wellness-Salon, wo sie Massagen und all solche Sachen anbietet. Und sie hat 2 beste Freundinnen, und zwar Penny und Nicole. Penny kennen wir schon aus One Dream, das war dort unsere Protagonistin. Und Nicole, glaube ich, ist die nächste Protagonistin in One Kiss. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall lebt Delaney in New York mit ihren 2 Freundinnen und ist mit ihrem Leben an und für sich sehr zufrieden. Wenn sie denn den perfekten Mann noch an ihrer Seite hätte. Und eines Tages ist es dann so, dass Delaney mit Penny und Nicole zusammen joggen geht im Central Park. Das machen die öfters so zusammen. Und ja, sie traut ihren Augen kaum, als sie auf einmal Tyler dort stehen sieht. Und sie ist von dieser Begegnung erstmal total perplex und weiß eigentlich auch gar nicht, was sie damit anfangen soll. Diese Begegnung dauerte ganze 5 Sekunden ungefähr. Aber er hat sie halt auch gesehen. Und in diesen 5 Sekunden ist halt irgendwie was passiert zwischen den beiden und Delaney versucht das Ganze dann auch abzuhaken und sagt sich, hey, der Typ hat vor 8 Jahren mit mir Schluss gemacht, der hat mich eiskalt abserviert, hat sich danach nie wieder bei mir gemeldet, der kann mich mal, ich streiche den jetzt komplett aus meinem Gedächtnis und nur weil ich den einmal wieder sehe, muss das ja nichts heißen. Aber es wäre ja kein Lauren Blakely Buch, wenn das nichts heißen würde, denn als Tyler Delaney sieht, wird ihm schlagartig klar, dass er damals einen ganz, ganz großen Fehler begangen hat. Und so versucht Tyler nun, Delaney für sich zurückzugewinnen. Und ob ihm das gelingt oder halt auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Was in diesem Buch natürlich auch noch eine ganz, ganz große wichtige Frage ist, warum hat er denn eigentlich mit ihr Schluss gemacht? Die beiden haben perfekt zusammengepasst, sie haben super harmoniert, die waren ein super tolles Paar und dann war Schluss. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, warum, dann schaut euch dieses Buch hier auf jeden Fall an. Ich fand die Geschichte wieder richtig, richtig süß. Ich fand die Wendungen in der Geschichte richtig toll. Ich kann immer wieder nur sagen, dass die The One-Reihe eine richtig tolle Reihe mit Liebesgeschichten ist, wo auch Erotik drin vorkommt, aber nicht irgendwie das zu viel, sondern es ist alles in einem akzeptablen Rahmen so für mich. Also ich finde den erotischen Anteil in diesen Büchern gut. Ich finde, das passt super zur Geschichte, das passt super an die Stellen, wo das auch drin vorkommt. Und ja, ansonsten kann ich zur Handlung nur sagen, dass sie mir gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte super. Ich fand auch toll mit anzusehen, wie die beiden sich im Laufe der Geschichte auch wieder verändert haben und versucht haben, bestimmte Dinge aufzuarbeiten und hinter sich zu lassen. Ich finde, das hat die Autorin ganz, ganz toll beschrieben. Und ja, ich kann zum Inhalt und zur Handlung nur sagen, dass mir der Verlauf der Geschichte gefallen hat. Das Tempo in der Geschichte hat mir gefallen. Es gab nichts in diesem Buch, wo ich irgendwie mich drüber beschweren könnte. Es ist halt einfach eine absolut süße, niedliche Liebesgeschichte, auch wenn einige von euch das vielleicht nicht mehr hören können, weil ich in letzter Zeit nur noch süße, niedliche Liebesgeschichten lese, größtenteils. Und ja, aber ich fand das Buch wirklich richtig toll. Es ist ein super Buch, um zwischendurch einfach mal abzuschalten, die Seele baumeln zu lassen. Und es ist ja nun auch kein sehr, sehr dickes Buch. Das heißt, man kann sich gemütlich auf die Couch kuscheln und das Buch ganz entspannt auch lesen. Und man hat es halt auch sehr, sehr schnell durch. Und das finde ich richtig toll. Das mag ich an den Büchern wirklich sehr, dass das nicht solche Oschis sind. Ich kann euch, was das betrifft, auf jeden Fall One Passion nur empfehlen. Ich mag diese komplette Reihe sehr. Ich fand auch den ersten Teil super.
super toll. Ich fand den zweiten super und ich mag den dritten auch sehr und ich freue mich auch schon sehr auf den vierten Teil. Der kommt im Juni, glaube ich, raus. Nicht Juli, sondern im Juni. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, was die Charaktere betrifft, kann ich ja sagen, dass ich Delaney wie auch Tyler wirklich ganz, ganz toll fand. Ich fand, man hat beide Charaktere super verstanden. Und als dann halt auch so Stück für Stück dann langsam rauskam, was denn da eigentlich passiert ist in der Vergangenheit, konnte man es einerseits schon nachvollziehen, andererseits hat man sich gedacht, Junge, 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 was ist da los? Ich konnte die beiden super gut verstehen. Ich fand es toll, wie die miteinander umgegangen sind. Ich fand toll, was er alles so versucht hat zu tun, um halt ihr zu zeigen, dass er sie gerne zurück möchte und dass es halt auch ernst mit ihr meint. Diese eine Sache, die er gemacht hat, fand ich persönlich ein bisschen, was soll das? Warum tust du das? Aber es ist halt eine kitschige, übertriebene Liebesgeschichte, von daher, es ist halt einfach so in diesem Buch. Also wie gesagt, ich mag die Charaktere total. Ich fand, die beiden haben die Geschichte super getragen und auch die Nebencharaktere in diesem Buch haben mir wieder super gut gefallen. Wir haben natürlich Penny wieder mit dabei und wie gesagt, lernen Nicole kennen, die dritte von diesen drei Freundinnen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Buch und kann nur sagen, Charaktere haben für mich wieder super gepasst. Was das Setting betrifft für dieses Buch wieder in New York, ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. I love New York. Ich liebe diese Stadt einfach und ich mag es, wenn Geschichten dort spielen. Ich hatte ja auch keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Also vom Setting her hat für mich alles hundertprozentig gepasst. Ich fand es toll, wo die Autorin uns hingeführt hat in der Geschichte, wo sie uns hin mitgenommen hat. Und ich fand es auch alles gut beschrieben. Ich hatte da auch keinerlei Probleme mit. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Kommen wir jetzt noch zum Schreibstil. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, dass der Schreibstil von Lauren Blakely ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil ist. Er ist teilweise schon recht sexy und ein bisschen versaut auch, aber wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Und er ist kitschig und übertrieben streckenweise, aber auch romantisch und auch natürlich an gewissen Stellen dramatisch. Und ich mag das sehr. Also ich mag die Bücher von Lauren Blakely sehr, sehr gerne immer lesen. Gerade, wie gesagt, so für zwischendurch sind das super Geschichten zum Abschalten. Und ich liebe die Le-Bon-Reihe und ich liebe auch die Big Rock-Reihe von ihr. Und ich finde es halt auch einfach cool, dass die beiden Reihen sich so überschneiden und dass man die Charaktere in der von der einen Reihe in der anderen Reihe mit hat und das mag ich total. Und ja, ich kann euch One Passion im Großen und Ganzen wirklich nur empfehlen, wenn ihr Geschichten sucht, um einfach mal abzuschalten, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, wenn ihr gerne Geschichten mit tollen Charakteren lest, wenn ihr gerne Geschichten lest, die in New York spielen, dann schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich freue mich auf den vierten Teil und kann euch One Passion an dieser Stelle auch wirklich wieder nur empfehlen, wenn es um süße, niedliche Liebesgeschichten geht, die man so für zwischendurch super immer zum Entspannen mitlesen kann. Das war meine Buchvorstellung zu One Passion von Lauren Blakely und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss! Und ich sollte noch erwähnen, dass diese Glitzerdinger hier aufgestanzt sind. Das heißt, man kann alles, was glitzert, anfassen. Das ist für die Haptiker unter uns wieder ganz, ganz toll. Ich liebe es.